Naja, gut. So. Wie gesagt, so Abbauljäger wären geil. Tops, du kannst natürlich bei jedem Raffle mitmachen, wenn du jemanden hast, der Kumpel oder was, der das auch gerne hätte. Wobei ich durchaus auch jetzt sagen würde, wenn du heute schon eine gekriegt hast, lass doch mal den anderen noch die Chance, ne? Damit jeder heute auch mal die Chance hat, was zu gewinnen. Das erhöht natürlich für alle die Möglichkeit generell, ne? Wäre ganz nett. Aber das ist, wie gesagt, ich werde dich nicht aufhalten, wenn du sagst, ich will aber noch eine. Ja, vielleicht hast du ja Glück. Muss man dazu sagen. Vielleicht ist es möglich. So, wir holen uns hier nochmal ein paar Bröckchen raus. Geht ja jetzt auch sehr schnell. Oh, ist das schön. Wenn wir halt Abbaujäger hätten, dann könnten wir halt hergehen und sagen, okay, durch unsere Abbaujäger könnten wir möglicherweise unsere Waffen, also unsere Bergbau Slots leer machen und könnten dann hergehen und sagen, okay, wir machen halt mehr Waffenslots drauf, weil wir haben ja Abbaudrohnen, die das sich drum kümmern. Wäre natürlich eine coole Idee, so überlegungshalber, ne? Ach, du willst es aus jemanden vom Stream verschenken? Ja, das kannst du gerne machen. Das ist gar nicht ein Problem. Ja, das kannst du immer machen. Bin mal gespannt, wen du dir da raussuchst. Wenn du gewinnen solltest, hat ja natürlich jeder die Möglichkeit, mit Ausrufezeichen Raffle die Autogrammkarte zu kriegen. Ja? Wenn das jemand möchte. Weiß ja nicht. Momentan sind von den Dingern, ich glaube, nicht viele im Umlauf. Wobei, meine Lieben, ganz kurz noch. Wenn ihr eine Autogrammkarte kriegt, also wenn ihr gewinnt und ihr kriegt den Brief, achtet mal auf den Brief. Nur so als Info, ne? Ist vielleicht so eine Art Community-Schnitzeljagd. Es ist aber schon immer so gewesen, bei jedem Brief, der bisher rausgegangen ist. Hat aber noch nie einer gemerkt. Wie gesagt, ich werde nicht verraten, was es ist. Das mache ich nicht. Das ist, ich will einfach nur sagen, achtet mal auf den Brief. Mehr sage ich nicht. Ey, hier ist eine Raumjägerfabrik. Da jetten wir gleich mal rein, ne? Wir schießen schon wieder volle Kanne dran vorbei, ja? Muffy! Herzlichen Glückwunsch, sagt Crash gerade. Aber ich sehe gerade nicht. Doch, Muffy! Ja, doch, im Twitch-Chat. Finde ich schade, dass er auf YouTube dann nicht Bescheid sagt. Okay, aber trotzdem auf jeden Fall, wie dem auch sei, herzlichen Glückwunsch dir. Viel, viel Spaß damit. Ja. Und natürlich, ja, ich freue mich.
Oh nein, die dürfen keine Beziehung. Oh Mann. Wir sind noch zu schlecht mit denen gestellt. Oh, verflucht nur eins. Ja gut, dann chatten wir weiter. Natürlich in Systeme, wo keiner bisher war. Ist ja logisch. Die Frage ist nur, ob Moffi noch da ist. Weil ansonsten haben wir nämlich keinen Gewinner, weil sonst haben wir das Problem, dass Crash die, die Daten nicht abgreifen kann. Moffi, bist du denn noch da? Sage jetzt ja. Salon, grüß dich, hi. Könnten wir mal hier ein bisschen Naonit wegholen. Ja, Crash, gib Moffi noch mal ein paar Minütchen und ansonsten machst du, kannst du noch mal picken. Moffi hat ja gar nichts mehr geschrieben, oder? Danach. Nach dem Win, meine ich. Okay, das reicht schon. 4000 Erz mal ganz schnell abgegriffen. Wow, 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 hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Irgendein Relik, keine Ahnung was. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, Asteroid! Ich bin auf dem Weg. Ja, wie gesagt, gibt noch ein, zwei Minuten und dann machen im Zweifel einen Repick. Den Asteroiden, dann verbessern wir unsere Beziehungen auf jeden Fall. Wir haben auch ganz schön Geld ausgegeben, das heißt, es kommt uns gerade ganz gelegen, dass man hier auch noch was kriegen kann. Oh na toll. Au. So. Einnehmen. Nicht den Asteroiden kaputt machen, wenn wir ihn verkaufen wollen. So, wir haben unsere Beziehungen gleich mal verbessert. Ja, ist okay. Fast 200.000 verdient. Okay. Haben wir noch sonst irgendwas? Ach, hier oben ist noch mal ein bisschen Titan. Können wir auch noch abgraben. Dragon, grüß dich, hi. Wieder jetzt so rasend schnell, ne? Und weg ist es. Eingesogen. Wie gesagt, Naonit brauchen wir halt in rauen Mengen, weil wir auch das ganze Titanzeug nochmal eines Tages upgraden müssen. Das ist immer ein teures Vergnügen. Mal wieder im All, aber hallo. Ganz klar. Immer wieder fleißig am Fliegen. Okay, wir jumpen weiter. Hier war noch keiner. Lass uns da hochspringen. Da war zwar schon mal jemand, aber das macht jetzt gerade nichts. Zack, und weiter. Okay. Was war hier jetzt noch zu finden? Ressourcendepot.
Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir wollen ja hier Richtung... wen haben wir hier oben? Tobi ist hier oben, okay. Ich würde gerne in diese Richtung hier weiter gucken. Okay, hier sind auf jeden Fall haufenweise Asteroiden. Wir jumpen einfach blind. Würde ich vorschlagen. Und wir bauen aber in der Zwischenzeit auch nochmal schnell was. Und zwar, ich will mal ganz kurz die Energiespeicher sehen. Da sind die Energiecontainer in unserem Schiff. Und die erzeugen eben unsere Energie. Und ich würde die gerne upgraden. Weil unsere Energiecontainer sind nämlich tatsächlich grausam. Was? Wir könnten nämlich deutlich mehr Energie speichern. Genau, das ist okay. Haben wir noch auf Naonit haben wir jetzt einige. Da haben wir jetzt keine mehr. Okay, also das sind die einzigen Energiecontainer. Okay. Haben wir hier noch irgendwie sonst was? Frachtraum ist hier noch. Ich bräuchte aber eigentlich gar keinen Frachtraum mehr, ne? So, warte mal. Crash, ich habe irgendwas verpasst, glaube ich. Das ist jetzt die Frage. Habe ich irgendwie gerade einen Wind verpasst? Wenn ja, schreib's mir bitte nochmal. So, Hyperraumkerne. Das bräuchten wir eigentlich gerade fast schon dringender. Titanhüllen haben wir hier noch. Voran. So, weiter. Ja, Tops, wir haben tatsächlich mal überlegt, ob wir nicht den Command ein bisschen begrenzen sollen, weil er immer wieder missbraucht wird. Okay. Matthias, grüß dich erstmal, einen Abend auch dir. Ich habe mir schon überlegt, ob ich wenigstens ein bisschen Timeout pro Person machen soll, dass das nicht jeder so... Ich meine, es soll ja schon sein, dass man halt hier schön die Herzen durchfliegen lässt, aber so ein bisschen, ne, nicht einfach so querbeet. So, weiter jumpen. Okay. Wir gucken jetzt einfach mal. Bilder! Grüß dich! Schön, dass du es geschafft hast. So, wir haben jetzt hier die drei Schiffe. Die werden wir natürlich... Da kommt schon was geflogen, hey. Stimmt denn mit euch nicht? Was ist hier los? Oh, das Schiff ist schlecht. Ich starte mal ganz kurz hier einen Sprung. Für den Fall, dass wir weg müssen. Na? Was ist jetzt schlecht im Vergleich zum Rest hier, ha? Für euren Kumpel hat's gelangt hier. So. Jawohl, ich verhöhne euch. Ich verhöhne euch. So, ich muss gerade Energie auftanken. So, jetzt reicht's. Hier mit irgendwelcher blöden Scheiße hier durch die Galaxie schießen, ist nicht in Ordnung. Ja, genau. Jetzt gibt's aber auf die Nase. Jetzt ist aber rum. So.
Schluss jetzt hier. Das reicht. Sag her, hier schießt niemand mit irgendeinem Zeug durch die Gegend. Kommen wir denn da hin? Da ist noch ein Teil rausgedonnert. So, Doppellaser-Geschützturm gefunden. Irgendwas? Okay, zweimal Doppellaser-Geschützturm, gefällt mir. Weil die haben ja auch richtig coole Sachen zum, weit durch die Gegend schießen. Also die haben ja richtig Treffer auf ordentlich Reichweite hingebracht. Vierfach Kanonengeschützturm. Gegen die Genfer Konvention, aber wo ist Genf, ne? Okay, reicht mir. Jo, dann bitte ich von hier aus. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Hab neu ausgewählt, ist wieder Tops. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Tops, dann, wie gesagt, schick mal denjenigen, den du, die Karte weitergeben möchtest, schick den mal bitte zu guten Crash in den Chat. Boah, die sind bitterbös, die Dinger. Und wer ist es denn überhaupt? Hab ich schon. Assassine kriegt die Karte. Doch Maxli ist vorhin da gewesen. Der ist auf jeden Fall am Start. Ja, gerne. Dann Maxli erstmal für dich auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an dich auch. Und wie gesagt, melde dich bei der guten Crash. Die gibt dir nämlich das Gerät. So, okay. Also wir können die Waffe nicht einbauen. Was haben wir denn als Alternativen für Waffen gerade oben an Bord? Hier oben haben wir einen 105er Tesla-Geschützturm. Hier haben wir einen Plasma-Geschützturm, der ist aber relativ schwach. Dann würde ich doch jetzt mal hergehen und sagen, pass auf. Da erhöhen wir die Feuerkraft aber deutlich mit dem Tesla-Geschützturm, mit dem zweiten. Der ist nämlich richtig viel stärker, der macht 105 Damage. Und die machen nicht ganz so viel, okay. Aber die sind halt zu zweit, werden die richtig episch. Der ist halt riesig, das Ding, ja. Okay. Wir sind auf einmal plötzlich nicht mehr ganz so schwach unterwegs. Fällt mir gerade so auf. Wow. Die Tesla, die beiden machen richtig Arbeit hier. Okay, können wir auch weiterspringen? Wir könnten auch hier hinspringen. Springen wir da mal weiter. Maxli jetzt eigentlich da? Skytrooper, grüß dich, hi! Oh, mit denen sind wir noch gar nicht so gut befreundet. Die tun uns, glaube ich, nichts, aber wir sind nicht gut Freund mit denen.